Recht herzlich willkommen auf meinen Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 198 von Avorion. Ja, hier oben können wir Rohstoff holen, ne? Ja, sieht wohl so aus. Das machen wir mal gerade. Und dann ist immer noch die Frage, die jetzt noch keiner beantwortet hat. Warum hat das geklappt? Also hier nehmen. Alles klar. Nehmen. Warum hat das geklappt, ins Zentrum zu springen, obwohl mir das achte Teil fehlte? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht geht es ja auch mit sieben Teilen. Könnte natürlich auch sein, ne? Ja, gibt es denn hier die Forschung? Auf zum Entern. Ein Schiff, das haben wir noch nicht. Du kannst zwar dein eigenes Schiff bauen, aber du kannst die Forschung. Ja, das ist jetzt, fehlt es noch, ne? Okay, nach dem Intro gucken wir mal weiter, wie wir da vorgehen, ne? Weiß ich jetzt auch noch nicht. Bis gleich. So, jetzt sind wir im Zentrum. Und hier gibt's nichts, oder wie ist das? Ne, da müsste ich drücken, ne? Hier gibt's nichts. So, jetzt müssen wir mal gucken. Grün gibt's hier gar nicht, ne, oder? Klicken wir da mal hin, mal gucken, was da so los ist. Dann müssen wir uns nach da drehen und dann fliegen wir darüber. Überraumantrieb aufladen und Jump. Es gibt eine Schiffswerft in diesem Sektor. Außenposten Schiffswerft Uque. Außenposten des Widerstands Yimoyai. Schwarzes Brett. Güter, Reparaturdock, Schiff bauen. Da brauchen wir alle nicht. Sie reden mit dem automatischen Interaktionsbeantwortungssystem von Außenposten der Widerstands Imoyai. Was können wir für Sie tun? Wer bist du? Wir sind die Überreste der Fraktion in der Mitte der Galaxie. Seit über 200 Jahren kämpfen wir nun gegen die Xota. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ich bin nicht von hier. Warte mal, seid ihr tatsächlich von draußen? Das ist unglaublich. Wir haben seit Hunderten von Jahren niemanden von außerhalb gesehen. Das ändert alles. So viele Fragen, wie habt ihr es hierher geschafft? Warum würdet ihr überhaupt hierher gekommen? Ich will den Zutat ein Ende bereiten. Wenn ihr es wirklich ernst meint, dann haben wir vielleicht Arbeit für euch. Ich sage den anderen Bescheid. Das könnte unsere Gelegenheit sein. Wenn ihr es geschafft habt, hierher zu kommen, dann heißt das, wir können vielleicht auch von hier weg. Oder aber auch, dass es möglich ist, Verstärkung zu schicken, mit denen wir gegen die Xotan kämpfen können. Wie wollt ihr sie bekämpfen? Unsere Späher haben berichtet, dass es in der Mitte der Galaxie ein riesiges Xodan-Mutterschiff gibt, in der Nähe des Schwarzen Lochs. Wir wissen, dass dieses Schiff irgendwie die Energie des Schwarzen Lochs ableitet und Wurmlöcher zu anderen Orten öffnet. Wir glauben, dass wir ihnen unaufhörliche Nachschub unterbinden können, wenn wir diese Schiffe zerstören. Die Forscher haben bereits mit etwas geborgenem Xodan-Wurmloch-Technologie umgespielt, aber das ist alles noch sehr experimentell. Wir haben weder die Mittel noch die Technologie, um mehr Xodan-Artefakte zu untersuchen. Wir sind aber zuversichtlich, dass man daraus ein System bauen könnte, mit dem man das Öffnen der Wurmlöcher unterbinden kann und selbst welche öffnen. Ich ahne bereits, wo das hinaufläuft. Wenn ihr genug Xotan-Technologie findet, könnt ihr vielleicht selbst einen Manipulator für Wurmlöcher erforschen. Sobald wir den Manipulator haben, können wir endlich Verstärkung von außen anfordern. Wir können vielleicht ihren Nachschub abschneiden und sie ein für alle Mal aus unserer Galaxie vertreiben. Klingt gut. Technische Mission. Ja, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte dahin. Sammle und forsche Xotan-Technologie, die du gegen den Wurmloch Schwäche
nur um welche einsetzen kannst. Okay. Einer gegen alle, alle gegen einen. Noch eine Mission. Organisiere Verbündete im Kampf gegen den Wurmlochwächter des Xotan. Um Verbündete zu finden, solltest du bei Fraktionshauptquartieren oder Regierungssitzen anfragen, ob sie dich unterstützen wollen. Die Forschung? Ne, das war ja das, was. Okay. Okay, wir haben zwei neue Missionen, wissen jetzt aber trotzdem nicht weiter, ne? Außenposten ist klar. Jetzt müssen wir nur klären, wie wir weiter vorgehen können. Springen wir da hin. Hyperraumansprungantrieb aufladen und sprengen. Sehr schön. Wie geht's weiter? Das ist jetzt die Frage. Oh, hier ist schon was los. Schiff Schirsa. Wir sind mit denen in Krieg. Macht Platz für unseren König. Verlasst den Sektor sofort. Oh, ich darf nicht mehr wegspringen. Schiff Anemnestee. Wo ist der König? Okay, da schießt einer auf mich. Die sind natürlich ein bisschen doller, wa? Unser Schild geht schon ein bisschen kaputt. Torpedo im Anflug. Wie kriege ich den jetzt mal hier kurz so klein geschossen? Ah, wir sind schon wieder in ein Asteroidenfeld reingeflogen. Okay, wir müssen uns an einen jetzt dran ersetzen und dann gucken wir weiter. Vielleicht schaffen wir das mal. Torpedo im Anflug ist klar. Kriege ich den kaputt? Das ist die Frage. Oder sind die so gut, dass das alles nicht klappt? Regenbogenfarben ist der irgendwie, ne? Ja. Schießen tun die schon mal ja gut, ne? Ah, jetzt sind wir dran vorbeigesegelt, so ein Shit. Ich muss mich auf eins konzentrieren, anders geht das nicht. So. Der versteckt sich jetzt hier hinter dem Asteroiden oder was? Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Ey, die sind ganz schön dreist, ne? Die ballern einen voll, greifen einen voll direkt an, ne? Kriegen wir den mal hin jetzt hier?
Also einen möchte ich ja gerne mitnehmen, aber es sieht gerade nicht so gut aus. Ja, da sah es ganz schlecht aus, weil unser Schiff gerade in Bruch gegangen ist. Naja, ich glaube, fürs Zentrum sind wir dann doch zu schwach oder so. Kann das sein? Ja, naja, müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Ich würde mal sagen, für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ja, ich möchte das wieder heile machen. Okay, alles eingebaut dann, glaub, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, bis nächstes Mal. Ciao.